Mankatz findet Mellert im Post, die sich dort durchsetzen kann und die Führung 2-0 bei den Hurricanes. Womack mit dem Shot-Corner-Wurf. Flascherow war an der Dreierlinie, holt sich den Block von Mellert. Schöner Pass inside auf Mellert und diesmal verwandelt sie auf den Korb. Ja, schon wieder der schöne Cut von Jeltemar. Jenna Young in das Tempo raus, Set Offense auf Pia Mankatz, sie den Dreier nimmt und das kann Pia Mankatz sehr gut. Das ist der Ausgleich, 11-11. Mellert wieder draußen frei mit dem Dreier und sie trifft. Ein sehr schönes Spiel bis jetzt von Kiera Mellert. Zieht zum Korb. Und Pia Mankatz holt ihren eigenen Rebound, findet Flascherowa, die verwandelt. Jetzt Raincock auf Georgieva und die verkürzt zum 18-20. 3-2-1. Kiera Mellert wird gefunden von Pia Mankatz. Womack mit dem Steal gegen Wegner. Noch 9 Sekunden. Jeltemar verkürzt auf einen Punkt. Und noch 5 Sekunden. 5. Mankatz mit dem Dreier. Pia Mankatz! Super gemacht. Die Hurricanes gehen mit einer 3-Punkte-Führung in die Halbzeitpause. 44-41. Womack findet Raincock. Die zieht gut zum Korb. Und erstmals die 4-Punkte-Führung für die Wohnbau Angels. Flascherow war im 1 gegen 1. Gegen Alicia Womack wird gut verteidigt, nimmt den Wurf und trifft. Und jetzt auch wieder Mellert von außen. Und das ist ihr zweiter Dreier. Die letzten 10 Sekunden auf 24. Pia Mankatz zieht ein Pass vorbei, ganz freier Korbleger. Super gemacht. Auch Hannah Packlund wird weiterhin auf der Bank an der Schulter behandelt. Pia Mankatz, schöner Inside-Pass zu Kiera Mellert. Die verkürzt auf einen Punkt. Auf Flascherow mit dem Dreier. Und die Hurricanes holen sich die Führung zurück. 62-60. Lange Einwurf auf Laura Rahn. Zieht Pia Mankatz. Pia Mankatz. Fünfter Dreier, glaube ich schon. Ja. Super. Geht wieder Coast to Coast und kann verwandeln. Eine gute Aktion von Raincock im Post-Duell gegen Mellert. Konnte sie mit ihrer Athletik, ihrer Schnelligkeit gut an Mellert vorbeiziehen. And one von Katharina Flascherow. Schön zum Korb gezogen. Da konnte Fanny Sejer nur noch reinschlagen. Und da reagiert Patrick Bär mit der Auszeit. Schöner Superpass von Ashley Harris auf Kiera Mellert. Einmal die Zone entlang. Mankatz mit dem nächsten Dreierversuch und der sechste Dreier? Ich denke, dass dieser Dreier von Pia Mankatz der entscheidende Dreier des Spiels ist. 77-65 Endstand gegen die Wohnbau Angels aus Nördlingen. Der 5. Tabellenplatz besiegt den 4. Tabellenplatz beim Heimsieg. Somit ist auch die Teilnahme an den Playoffs sicher. Das ist ein Novum für die Avidus Hurricanes. Die Avidus Hurricanes in der ersten Bundesliga zum ersten Mal in den Playoffs. Herzlichen Glückwunsch.